Herr Müller hat eine Frau und die arbeitet nicht in einem Elektrofachhandel, sondern Frau Müller arbeitet bei der Deutschen Post. Es ist eine Geschichte, die heute passiert ist. Heute, ich wollte eigentlich nämlich schon viel früher streamen, aber warum konnte ich nicht früher streamen? Weil Frau Müller bei der Post am Schalter B stand. Erstmal, auf den Samstag in einer Postfiliale nur einen Schalter zu bedienen, ist sehr, sehr geil. Also da freut man sich, du denkst, du willst nur mal eben zur Post und du bekommst das Gefühl deines Lebens, wenn du diese Schlange siehst, die quasi aus der Postfiliale rausgeht und quasi bis zur Rolltreppe geht, also quasi 10 Meter aus dem Laden raus. Unnormal belohnt. Einfach nur schön. Choc-Güzel. Besser geht's nicht. Ich musste heute zur Post gehen, weil diesen Monat meine EC-Karte abläuft. Und ich gestern Abend im Rewe stand mit so ein paar Teilen. Ja, ich wollte da einkaufen und ich bezahle eigentlich immer mit EC-Karte. Sagt der Mann an der Kasse, Karte geht nicht. Ich so, wie, Karte geht nicht? Gestern habe ich 5 Milliarden Euro auf mein Konto überwiesen bekommen. Ja, Twitch-Money, YouTube-Money, alles. Alles auf einmal. Klatsch, klatsch, klatsch. Das kam auf mein Konto drauf. Das ist so eine typische JGG. Situation. Stehst an der Kasse, gibst deine Karte, sagst, du weißt 10.000 Euro hoch 30 auf dem Konto und der sagt, Karte geht nicht. Ja, GG. Stehst du da? Ich so, ja, Karte muss aber eigentlich gehen. Probieren Sie nochmal. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten mittlerweile, wie so eine Karte eingelesen werden kann. Entweder du schiebst sie unten rein, also bummst das Gerät so von unten, tippst deine Nummer ein, drückst auf Bestätigen, bababababab, Geld wird abgebucht. Die nächste Variante ist dann an der Seite so ein ne, kennt ihr das mit dem Durchziehen? Ja, da müssen sie da mal durchziehen. Ich habe das noch nie selber gemacht. Habt ihr schon einmal gesehen, dass der Kassierer gesagt hat, jetzt stecken sie mal die Karte da durch, ziehen sie mal durch? Nee, das machen die immer. Weil ein normaler Mensch kann das nicht. Das lernst du auch in der Rewe-Kassierer-Ausbildung, dass du die Karte durch den Schlitz ziehst. Das kann ein ganz normaler Mensch, kann das nicht. So, dann stehe ich da. Ja, wie soll ich die denn jetzt hier durchziehen, Alter? So, dann zieh ich die da irgendwie durch, sagt er, ja, ist falsch rum. Ich so, aha! Don't say, bitch! Dritte Möglichkeit wäre, ihr kennt das doch mittlerweile, die neuen Karten, die kannst du so drauflegen. Das kann meine Karte nicht. Meine Karte ist 10.000 Jahre alt. Meine EC-Karte besteht quasi aus einem Stück Stein. Deswegen brauche ich auch eine neue, weil die diesen Monat abläuft. Normalerweise kaufe ich immer ganz normale Sachen. Normale Sachen in Anführungsstrichen. Ich wollte Tampons kaufen, weil mich jemand besucht, der Tampons braucht. Dachte ich, bist netter. Kaufst Tampons. Stehst du da mit deinem scheiß Tampon an der Kasse? 10 Millionen Menschen hinter dir. Und du kannst die Kack-Tampons nicht kaufen, weil deine Karte nicht funktioniert. Kein Bargeld dabei. Das Leben, ich wollte mich umbringen. Naja. Musste das Ganze stornieren. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich dann gedacht, Mensch, da läuft ja irgendwas gar nicht gut. Ich dann nochmal zu dem nächsten EC-Automaten gegangen und dachte so, guckst du mal irgendwas, also vielleicht war es ja auch einfach das Gerät da beim Kassierer. Und dann auch beim EC-Automat sagt dann die Karte geht nicht. Danger, danger. Ich dann also heute Morgen aufgestanden, in aller Früh um 11 Uhr und bin dann zur Postbank gelaufen. Ich laufe immer sehr gerne zur Arbeit und in die City. Bin dann also gelaufen Richtung Altstadt Spandau. Da gibt es die Spandauer Arkaden. In den Spandauer Arkaden, da gibt es alles. Da gibt es eine Bank, da gibt es Footlocker, KFC, Blumenladen, eine Apotheke, Eis um diese Jahreszeit gibt es da auch. Und da gibt es, wie gesagt, die Postbank. Die Post. Die Post und die Postbank ist ein Zuhause. Es ist so wie, als wenn du sagen würdest, du hast einen Fleischer und eine Werkstatt in einem. Und du gehst auch zu den gleichen Schalter. Und du musst dann sagen, ich hätte jetzt gerne Käse, wobei jetzt mein Fleisch ein bisschen kacke ist, oder ich brauche ein neues Auto. Das kannst du bei der Post machen. Du kannst also Briefe versenden oder sagen, ich brauche Geld. Und da war ein Schalter auf dem fucking Samstag in den Spandauer Karten offen. Ist ja nicht so schlimm. Eine Schlange, nicht mal bei Maxi Markov Merch wird so lange angestanden wie bei der Deutschen Post. Ich dann also da gestanden und wusste ja, meine Karte ist im Arsch. Gehe dann da also hin und dann steht da Frau Müller. Und ich dachte so, Mensch, Frau Müller, Sie hier. Das ist ja der Wahnsinn! Und ich wusste schon in dem Moment, wo ich ihr mein Problem geschildert habe, ich hole meine Karte raus, also gute Frau, ich wusste in dem Moment noch nicht, dass sie Frau Müller ist, weil auf ihrem Schild stand eigentlich ein anderer Name. Aber das war nur Fake. Da, und der war draufgeklebt. Ich gebe ihr meine Karte. Sagst du, meine Karte geht nicht. Gestern Abend wollte ich Geld abheben. So, jetzt bin ich dieses Jahr ja umgezogen. Das brauchen wir jetzt als Information für Folgendes. Sagst du, gute Frau, Karte geht nicht, woran liegt's? Sie sagt, ja, sind Sie umgezogen dieses Jahr? Ich bin umgezogen. Ist das relevant? So, jetzt gibt es natürlich Regeln in Deutschland. Da gibt es natürlich auch Regeln, die Banken aufstellen. Das kann ich auch alles verstehen. Das heißt, die Regel besagte, die Bank muss wissen, wo ich wohne, weil sonst wird meine Karte gesperrt. Es gibt jetzt gibt ein ganz großes Problem bei der ganzen Geschichte. Das bedeutet also, Frau Müller hat zu mir gesagt, weil wir haben versucht, ihnen vor 2 Monaten Post zu schicken mit irgendeiner belanglosen Scheiße und die ist zurückgekommen. Deswegen haben wir vorsichtshalber ihre Karte jetzt sperren lassen, weil wir dachten, sie sind gar nicht mehr da.
Dann habe ich mir gedacht, Frau Müller, haben Sie mal die Menge an Transaktionen auf meinem Konto gesehen? Dann sie so, ja, also wir sehen hier tatsächlich Bewegung von Geld auf Ihrem Konto. Aber, ich so, wie aber? Frau Müller, jetzt hören Sie mir nochmal wirklich zu. Ich bin seit Monaten da, passieren Dinge. Ich bezahle Geld. Ich bezahle Miete, alles mögliche. Rot, grün, rot, grün, rot, grün, 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 rot, 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 rot. Alles auf meinem Konto. Wieso sollte ich tot sein? An dieser Stelle, kleiner Disclaimer. Ist ja nett gemeint. Jetzt mal anderes Beispiel. Da wurde mein Amazon-Konto gehackt. Da wurde mein Google-Konto gehackt. So, da quasi auf meinem Amazon-Konto wurden Dinge gekauft, obwohl ich das gar nicht war. In Transsilvanien Süd hat Herr Müllers Bruder, Lemuleris, tatsächlich da irgendwelche Scheiße für irgendwelche Indie-Games gekauft. Und das ist natürlich blöd gelaufen. Da habe ich auch alles zurückbekommen. Ist alles geklärt. Aber warum würde man eine Karte sperren, nur weil man nicht weiß, ob die Person noch da wohnt, wo sie angegeben hat, dass sie da wohnt? Ich darf mein Handy ja auch noch benutzen, obwohl ich mich erst letztens da umgemeldet habe. Das bedeutet, soll ich meine Scheißrechnung bezahle, das Konto immer gedeckt ist, who the fuck cares? Da hat mein Gehirn gewisse Schwingung gehabt. Weil ich dachte mir, sie macht natürlich nur ihre Aufgabe. Frau Müller hatte dann gesagt, bei uns läuft das so. Wir müssen wissen, dass sie da wohnen, wo sie angegeben haben zu wohnen, damit wir gewährleisten können, dass alles in Ordnung ist. Okay, kein Problem. Aber warum zum Fick meldet sich dann keiner bei mir? Und warum sperrt ihr denn einfach meine Karte? Wenn zum Beispiel mein League of Legends Account gehackt wird oder wenn jemand selbst bei Spotify sich irgendwo einloggt, bei Netflix, ja, wenn sich bei Netflix sich jemand einloggt in Tadschikistan, krieg ich instant eine E-Mail, yo, Kalle, Alter, in Tadschikistan will jemand dein scheiß Konto benutzen. Dann denke ich mir, okay, Deutsche Post, please, where's the problem? Warum sagt ihr mir nicht, hey, wir wissen nicht mehr, wo du wohnst. Wo wohnst du? Tell me! Ist doch gar kein Problem. Können wir eine E-Mail schreiben, Brief geht nicht, weil wir wissen nicht, wo ich wohne. Die können mir eine SMS schicken. Ja, vielleicht ist die Deutsche Post noch nicht so weit wegen E-Mails. Das kann natürlich sein. Oder die ruft mich an. Da habe ich dann natürlich gefragt, was ist los? So, warum meldet sich denn keiner? Ja, wir haben uns ja versucht, sie per Brief zu erreichen. Das ging nicht. Wir haben ja versucht, sie per Brief zu erreichen. Das ging nicht. No shit, Sherlock. Wie geht's jetzt weiter? Eine Kollegin von Frau Müller. Frau Meier, Alter. Ja, die stand dann auf einmal hinter Frau Müller und dachte so, ey, Frau Müller, Alter, ist alles in Ordnung? Und Frau Müller so, ja, ich schaff das schon. So, ich war natürlich schon so ein bisschen nicht so gut gelaunt, ne? Jedenfalls sagt sie dann, wir brauchen irgendwas. Dann hat sie gesagt, ja, dann haben Sie einen Mietvertrag dabei. Und dann dachte ich mir, auf den Samstag. Willst du nur kurz zur Post gehen? Vielleicht dann auch nochmal zum Rossmann oder zum Rewe? Wer hat da nicht jeden Tag seinen scheiß Mietvertrag dabei? Kurz einen Schluck Wasser. Sie hat dann zu mir gesagt, ja, dann gehen Sie doch mal nach Hause und holen Ihren Mietvertrag. Ich musste das dann wirklich machen, weil ich kein Bargeld mehr hatte. Dann bin ich nach Hause gefahren, schön mit dem Bus, Mietvertrag geholt. Ich habe beim ersten Mal anstehen, habe ich eine Dreiviertelstunde gewartet. Was glaubt ihr, wie lange habe ich beim zweiten Mal gewartet? Anderthalb Stunden! Ich stand dann also wieder bei Frau Müller. Ich wollte auch unbedingt zu Frau Müller, weil sie zu mir gesagt hat, ich soll mein Dings holen. Da waren auch noch Frau Meier und Frau... Aber Frau Müller war für mich die Frau des Tages. Ich habe gesagt, hallo Frau Müller. E-Beams. Kennt ihr das, wenn Leute so fake-freundlich sind? Ich hasse das ja, ne? Wenn Leute dir so ins Gesicht lächeln und dir sagen, du Hurensohn, ach schön dich zu sehen, du Hackfresse. So war Frau Müller zu mir. Schön, dass sie wieder da sind. Ich dann da wieder gestanden. Mietvertrag gezeigt. Und dann sagt sie zu mir, ja, haben sie auch eine Meldebescheinigung dabei? Ich würde mich in diesem Moment wirklich einfach nur noch auf den Boden setzen und weinen. Ich so, Moment mal. Frau Müller, Sie haben eben vor 2 Stunden zu mir gesagt, wieso schicken die Leute mich immer zweimal irgendwo hin? Genauso wie damals mit dem Kackcomputer. Ja, probieren Sie ihn erstmal zu Hause aus. Oh, ja, ich weiß genau, dass es nicht funktioniert. Ja. So, dann sage ich, Sie haben von zu mir gesagt, dass ich nur den Mietvertrag brauche, weil Sie wissen ja, ich habe es vergessen. Ach so, ja, stimmt. Und in dem Moment wusste ich, okay, es ist wirklich Frau Müller. Wo sie gesagt hat, ach so, ja, stimmt. Da wusste ich, das ist Frau Müller. Das kann niemand sonst sein, außer Frau Müller. Das war, dann guckt sie sich also durch. Aha, Herr Becker, ja, hier. Ach ja, das ist sogar die alte Adresse, die haben wir ja noch. Und da ist die neue. Ach ja, dann tippt sie die so ein. Und dann
sagt sie, stimmen denn folgende Angaben von Ihnen noch? Und da, ist, hier hat jeder Mensch so eine Ader, aber sieht man bei mir nicht, weil ich hier noch Fett am Hals habe. Aber normalerweise geht die so richtig auf, wenn man sauer wird. Dann fragt sie mich, ja, wir haben ja noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer von Ihnen. Stimmen die noch? Und dann musste ich kurz innehalten. Und dann habe ich Frau Müller angeguckt. Sehr verliebt, Frau Müller. Ist ja ein toller Laden hier, wo Sie arbeiten. Wirklich. Warum haben Sie mich nicht angerufen? Ich hätte gerne mit Ihnen geredet. Und dann guckt sie auf Ihren Bildschirm. Guckt mich an. Ja, also das, ja. Und ich so, ja, oder eine E-Mail geschrieben? Man hätte ja auch, wenn man das per Brief, Brief ist ja eine moderne Art und Weise, Leute zu kontaktieren, kann ich verstehen. Aber wenn man das nicht schafft, dann gibt es ja auch Alternativen. Ein Telefon, eine E-Mail und Wortwörter. Also ich denke mir das nicht aus, wirklich. Ich denke es mir nicht aus. Wisst ihr, was Frau Müller zu mir gesagt hat? Und da wusste ich wirklich nicht weiter. Weil mein Problem war ja nicht, dass die Maßnahmen haben und dass die Regeln haben. Mein Problem war ja, dass sie mir nichts, dir nichts, meine Karte gesperrt haben, ohne mich irgendwie darüber zu informieren. Weil Brief ging nicht. Wir erreichen eine Person nicht. Oh mein Gott, das ist so wie, als wenn du sagen würdest, du schickst einen Brief an den Präsidenten, der antwortet nicht. Scheiße, der Präsident ist tot. So ist das. Sogar Lidl schickt mir eine E-Mail, wenn die Tomaten im Sonderangebot haben. Sogar fucking Lidl, Alter. Und ihr von der Postbank, ihr seid meine Scheißbank. Ihr kriegt es nicht hin, mir eine Kack-E-Mail zu schreiben, oder was? I don't get it. Und dann sagt sie, ja, Herr Berger, also ich glaube, sowas machen wir einfach noch nicht. Ihr schreibt keine E-Mails? Ist die Post nicht die, sind das nicht die, die mit E-Postbrief und sowas? Ist nicht bei euch E-Post der neueste Shit, Alter? Weil ihr wisst, dass Briefe kacke werden? Ich war so am Ende in dem Moment. Ich wusste nicht weiter. Und diese Frau Müller, sie tat mir so leid. Frau Müller war in diesem Fall wirklich nicht maßgeblich daran beteiligt, dass es nicht lief. Weil sie hat, glaube ich, nur das gemacht, was hier vorgetragen wird. Die Kritik an dieser Stelle, die gilt der deutschen Müller-Industrie, Alter. Die Deutsche Post ist Herr Müller. Was ist mit euch? Ihr habt am Samstag, da stehen 500 Leute bei euch in Spandau in den Arkaden. Und wir alle Welt weiß, in den Spandauer Arkaden, da ist die Hölle los. Alle Leute aus ganz Deutschland wollen in die Spandauer Arkaden zur Deutschen Post. Das weiß man doch. Und dann stehen da 100 Leute und dann müssen die eine Stunde warten, bis sie mal drankommen. Dann kann man denen nicht richtig helfen in gewissen Fällen. Unnormal unbelohnt, wirklich. Das ist so unnormal. So, im Endeffekt hat jetzt alles geklappt. Ich krieg jetzt eine neue EC-Karte. Ich habe Geld bekommen, ja. Also, Money in my mouth, Alter. Aber was war das für eine unbelohnte Kacke? Und das nur, weil das System bei denen anno 1507 ist. Und das verstehe ich nicht. I don't get it, Alter. Wie kann das sein? Ist jemand von euch bei der Postbank? Davon gibt es keine auf der Welt. Es gibt genau eine pro Stadt gefühlt. Du musst das bei Google suchen, wo es das gibt. Und dann sagt dir Google, es tut mir leid, Error 404 not found, Alter. Wisst ihr, warum ich bei der Postbank bin? Weil ich damals, als ich 18 Jahre alt war, gesehen habe, die stehen am Bahnhof mit so einem kleinen Zelt und die haben Fußball in der Hand. Ich dachte, boah, geil, Fußball. Und ich so, was muss ich machen, damit ich den Fußball bekomme? Ja, machen konnte bei uns nicht. Alles klar, hier, nimm. Fußball bekommen, nach Hause gefahren. Paula, unser Labrador, zerfrisst ihn an einem Tag. Und jetzt habe ich die Kacke an den Hacken hier. Scheiße Arsch. So, lass uns wieder zocken.